Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich mache mit euch heute einen super köstlichen Marzipanlikör. Ich weiß nicht, woran es liegt, ich bin aktuell schwanger, darf das Ganze nicht trinken, würde es einfach gerade so furchtbar gern kosten, trinken, was eigentlich sonst nie so wirklich der Fall ist, aber das ist wahrscheinlich, weil es gerade aktuell nicht sein darf, verboten ist, wie auch immer. Ich überlebe es, das heißt, es ist voll in Ordnung. Trinkt es einfach an für mich mit, versprecht mir das und probiert es den unbedingt aus, weil ich liebe Marzipan, ich liebe weiße Schokolade und ich nehme euch jetzt einfach auf diese Likörreise mit. Und zusätzlich zu dem, dass er euch schmecken wird, wird er jedem schmecken, den ihr den Likör schenken wollt zu Weihnachten. Vielleicht hat auch in der Weihnachtszeit wer Geburtstag, wo man den einfach mal dazu schenken kann. Einfach verschenken oder selbst genießen. Und jetzt sage ich euch ganz schnell, was wir dazu brauchen. Wir brauchen einmal 150 Gramm Marzipan-Rohmasse, 100 Gramm weiße Schokolade, dann brauchen wir 125 Gramm Milch, 125 Gramm Sahne, ein bisschen an Vanillearoma, einen Teelöffel in etwa, 35 Gramm Zucker und einen Teelöffel Vanillezucker, also einen Esslöffel, Entschuldigung, also 15 Gramm Vanillezucker. Dann brauchen wir Amaretto, das ist so ein Marzipan-Mandel-Schokolikör. Mandellikör bzw. Amaretto brauchen wir 120 Gramm und 80 Gramm Rum. Ich habe jetzt einen Golden, also so einen goldenen, ihr könnt einen braunen verwenden, ihr könnt nur nehmt nicht unbedingt den Koch, also diesen Inländer Rum, sondern eher so ein bisschen, den man auch so trinkt. Gell? So, und 250 Gramm Flaschen, das heißt einfach zweimal, jeweils 250 Gramm. Die Kern bitte sterilisiert, da verlinkt man euch gern wieder das Video, wie ihr eure Gläser und eure Flaschen und alles, was ihr so fürs Einmachen, Einkochen, Verschenken braucht, wie ihr die am besten einfach jetzt vorbereitet. Schaut ja, dass der Topf dementsprechend gereinigt ist, desto länger habt ihr einfach einen Spaß an den Dingen und nicht, dass euch das dann schon schlecht wird, bevor das eigentlich schlecht werden müsste. Genau, anfangen dann mal, jetzt schiebe ich mir das nur kurz zur Seite. So, anfangen dann mal mit Marzipan und weißer Schokolade. Die zwei Dinge kommen in den Mixtopf. Und zwar für 7 Sekunden auf Stufe 7. So, zu dieser wunderbaren Marzipan-Schokomasse Bröselmasse. Da darfst du jetzt einfach schauen, es bleibt eh ziemlich schön am Boden, wie das ja alles unten ist. Und da kommen jetzt dazu die 125 Gramm Milch, der Zucker mit dem Vanillezucker und unser Vanillearoma. Das gibt dem Ganzen nur mal so einen edlen Geschmack. So. Und jetzt wird das Ganze für 6 Minuten bei 80 Grad Stufe 3 erhitzt und eben gleichzeitig geschmolzen, aufgelöst. Damit wir jetzt dafür auf Nummer sicher gehen, einfach, dass da wirklich das Marzipan und alles richtig schön stückchenfrei ist, sage ich mal, tatsächlich alles nur mal schnell runterschieben am Boden vom Rand. Es riecht so gut. Und ich muss jetzt auch die Chance nutzen und muss das nur kosten, weil nachher darf ich nicht mehr. Jetzt ist noch kein Alkohol drin. Das wäre die Kinderversion sozusagen. Das jetzt nur mit Sahne verlängern, abfüllen und einfach für die Kinder oder für mich. Genau, und jetzt kommt das nur für 10 Sekunden auf Stufe 8, wird das einfach nur ein bisschen cremig gerührt und eben dafür gesorgt, dass diese kleinen Stückchen ein bisschen verschwinden noch. So, jetzt einfach nur mal
ich weiß, immer wieder alles schön nach unten, weil wir wollen ja nichts verschwenden. Es ist einfach eine richtig schön glatte, cremige Flüssigkeit, die wir ja wollen. Nochmal alles vom Rand runterkratzen. Und zu guter Letzt kommt die Sahne rein, also 125 Gramm. Genauso wieder rum. Und der Amaretto, bzw. einfach ein Mandellikör, was ja in dem Fall auch nochmal voll den feinen Geschmack bringt. Muss ich euch echt sagen. Also ist so. Ja, und das wird jetzt nur für 20 Sekunden auf Stufe 4 schön miteinander vermischt. So, jetzt ist er fertig. Er schaut so aus. Also einfach nur wunderbar. Er riecht total gut, so dieses Amaretto-Mandel-Aroma kommt voll gut raus. Und das füllen wir uns jetzt eben sorgfältig mit einem sterilen Trichter, bitte in sterile Gläser. So, sorgfältig eure Fläschchen verschließen. Ideal wäre natürlich, wenn ihr den jetzt noch im Kühlschrank, also einfach mal abkühlen lassen und im Kühlschrank dann nur mal ein paar Tage nachziehen lassen. Es muss jetzt keine Woche sein, aber durch ein paar Tage, da kann sich einfach das Aroma, sage ich mal, nur mal ein bisschen entfalten und es ändert wirklich was am Geschmack. Aber man kann ihn auch gleich trinken. Haltbar ist er circa einen Monat, bitte immer im Kühlschrank lagern. Das ist wirklich wichtig, dass ihr einfach da dann lang was davon habt. Und ich meine, so ein Fläschchen in einem Monat braucht man ja nur mal Besuch haben, was jetzt gerade vielleicht aktuell ein bisschen schwierig ist. Man braucht nur zu zweit sein und ab und zu mal ein kleines Stämmchen. Trinkt es für mich, wie gesagt, einen mit, denkt es an mich, probiert es aus. Mich würde auch total interessieren, einfach, welche Liköre macht ihr total gern? Habt ihr irgendeine Lieblingsgeschmackrichtung? Gefällt euch der, gefällt euch nicht? Mögt ihr Marzipan? Also bitte gerne kommentieren, ich bin da sehr dankbar dafür, ich freue mich immer wieder. Und genau, wer noch nicht abonniert hat, würde mich natürlich genauso freuen, wenn einfach auch auf Abonnieren geklickt wird, einfach damit ihr den Kanal mitwachsen lässt oder mit uns mitwächst. Aber es freut mich auch, wenn ihr einfach so zuschaut. Also ich freue mich über alles, wie ihr merkt. Und von dem her, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß. Lasst es euch schmecken. Prost. Packt es nett ein. Und ihr habt ein nettes Geschenk und alles ist gut. Dann wünsche ich euch was. Wir sehen uns ganz bald wieder. Alles Liebe. Tschüss.